Ja, das ist das neue großartige Buch von Charlotte Roach und es sind die bekannten Wohlfühlthemen, die Charlotte in ihrem Buch behandelt, nämlich wie schaffe ich es, meine Babysitterin zur Sexsklavin zu machen, wie ruiniere ich meine Ehe mit einem Kind und wie bringe ich meine Eltern um. Hier ist die großartige Autorin Charlotte Roach. Liebe Hallo. Charlotte, darf ich dir was zu trinken anbieten? Ja, Wasser bitte. Ein Wasser, sehr gerne. Ach, Charlotte. Du bist mit dem Flugzeug gekommen und in deinem Buch geht es auch viel um Flugangst. Ja. Ja. Ja, die Flugangst ist weggegangen von einer Flugangsttherapie. Also, ja, aber die Angst ist natürlich eine Allerweltsangst und auch lächerlich, weil es stürzt kaum ein Flugzeug ab. Das sagen nur Leute, die diese Angst nicht haben. Das ist richtig Arschloch. Ja. Sowas zu sagen. Aber kannst du mit jemandem im Auto mitfahren, wenn der lenkt? Nicht so gerne. Also ja. Ich fahre lieber selber, immer ja. Überall hin. Kenn ja, ich und auch. Zug? Beim Zug ist ich ja auch Ich fahre so. Auch Zug lieber selber. Bist du eigentlich die klassische Fußgängerin, oder? Ja, zur Sicherheit, aber mit Fahrradhelm beim Zu-Fuß-Gehen. Und bist du sonst auch ein ängstlicher Mensch? Also, ja, total. Du hast, ja, eben, das wollte ja. Ich, darauf wollte ich gerade hinaus. Du hast, mhm. Du hast sicher alle Ängste, mhm. die es sozusagen im Angstkalendarium gibt. Ja, oder? Die wechseln sich aber ab. Also ich hatte mal eine ganz schlimme Angst, da konnte ich abends nicht einschlafen, weil ich habe eine Ritze entdeckt in der Decke. Und dann habe ich mir immer eingebildet, jeden Abend die Ritze ist größer geworden. Und dass ich die Einzige bin in unserem 10-Parteien-Haus, wo ich wohne in Köln, die merkt, dass das Haus instabil ist. Ja. Ich habe so eine blühende Fantasie und benutze die oft gegen mich. Yeah. Und ich konnte nicht einschlafen, weil ich immer dachte, oh Gott, das ist, ja. Ich gucke zu, wie das größer wird. Obwohl du Ritzen eigentlich ganz gern magst. Normal. Naja, aber in Köln, nachdem in Köln... Aber nicht, wenn die immer größer werden. Ja. Ja. So. Ist die Angst denn bei dir größer geworden, nachdem damals in Köln diese Stadtbibliothek oder was eingestürzt ist? Also ist es dann für dich, dass du dann das Gefühl hast, scheiße, ich lebe in einer Stadt, wo Ritzen im Haus sind? Ich gehe überhaupt nicht in die Nähe von dieser Baustelle. Noch immer nicht? Nee. Aber das ist doch Jahre her. Dieses Stadtarchiv ist ja eingestürzt, da sind drei Leute, glaube ich, gestorben oder so. Und daneben war so ein antiker Turm aus dem Mittelalter oder was. Der stand die ganze Zeit schief, der war vorher gerade, das weiß ich ganz genau. Mhm. Und dann haben die den wieder aufgerichtet. Und da fahre ich doch nicht mit der U-Bahn in die Nähe von diesem Loch da. Also kann das sein, dass du eine völlig kaputte Frau bist, die quasi nur noch zu Hause sein kann, Ritzen anstarrt? Und sich nicht mehr bewegen kann, weil überall Gefahren lauern? Ja, also es ändert sich. Also zum Beispiel beim Schreiben. Ich kann ganz viel kaputte Scheiße aus meinem Gehirn in die Bücher packen und danach geht es mir besser. Lass uns mal kurz über das Buch reden, das finde ich sehr interessant. Nämlich, es geht in Wahrheit darum, dass ein Babysitter zu Chrissy und Jörg nach Hause kommt. Mhm. Die Ehe ist in Wahrheit relativ horribel. Normal, würde ich sagen. Ja, das Kind ist geboren und dann verliert sich so die Leidenschaft und auch die Liebe. Und dann kommt eine Babysitterin, die sehr gut aussehend ist. Mhm. Und um Gottes Willen. Sag ruhig du, ich bin das gewohnt. Chrissy verliebt sich in die will Sex mit der Babysitterin. Will die Babysitterin mehr oder weniger zur Sexsklavin machen. Ja. Die Schamlippen werden immer dick, wenn sie an sie denkt. Das hat mich interessiert. Was hat er gesagt? Die Schamlippen werden immer dick, wenn sie an sie denkt. Ja, aber das war so. Die Szenen, die beschrieben sind, da ist es so. Sie ist in der Dusche, denkt an sie und die Schamlippen werden dick. Was ist da dein Problem? Es ist so derbe formuliert. Dass du mir jetzt vorwirfst, dass es derbe formuliert ist. Ich hätte viel erwartet, aber das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, doch, stimmt, sie hat recht. Entschuldige, das wollte ich nicht. Ja, doch. Ich wollte nur zitieren. Aus dem Gedächtnis. Ja, aber bei dir wirkst du immer, als würdest du ein verschwitzter Opi um die Ecke beim Kindergarten schauen. Deine Inspirationsquelle war ein Aushang in einem Bioladen, richtig? Und da hinge wirklich ein Zettel mit einem Foto von einem super hübschen Mädchen und die hat sich selber genannt Mädchen für alles. Und das allein dieser Begriff macht schon so geil. Das ist richtig pervers, finde ich. Ja. Und gefährlich für sie, oder? Ja, und sie lässt sich auch auf alles ein. Das finde ich ein bisschen komisch, dass sie in dem Buch auch nie rebelliert. Vielleicht mal irgendwann sagt, nein, Chrissy, das will ich jetzt nicht. Ja. Sie macht ja bei allem mit. Ich hatte vorher Kapitel geschrieben aus ihrer Sicht, wo mehr so das Opfer und warum die mitmachten so. Und das fand ich dann schlecht. Und dann habe ich das alles gestrichen. Ich kann schlecht Opfer schreiben. Ja. Und Chrissy ist ja Ich-Erzählerin und sie ist ja die Täterin. Sie unterwirft die Babysitterin sexuell, um nachher
was ganz Schlimmes mit dem Austernmesser zu tun. Ja, das wollen wir jetzt nicht, nicht so ausbreiten, aber es ist wirklich ziemlich heftig. Du hast bei der Frankfurter Buchmesse hast du gesagt in einem Interview, dass du wahnsinnig gut Sexszenen schreiben kannst, beschreiben kannst, dass dein Kopf voll ist mit Sexszenen, die du niederschreiben möchtest und dass Autoren sich oft so schwer tun mit Sexszenen und ja, dass du dich anbietest. Das nicht ja, das stimmt. Also, wenn ich andere Bücher lese von anderen Autoren, dann denke ich, boah, die Sexszenen, die sind so schlecht. Ja. Die schreiben dann so, sie entblätterte ihre Bluse ja, und erinnern, das Mondlicht ja, genau. reflektierte in ihrem Amulett. Ich kann mich erinnern an eine Umschreibung eines Bachmann-Preisträgers, der geschrieben hat, sie lag vor mir mit geöffneten Beinen wie ein geöffneter Brief. Solche scheiß Metapher. Das ist richtig scheiße. Ja, ja das ist wirklich scheiße. Und man muss sich fernhalten von den Klischees. Aber du hast aufgerufen dann dazu, Autoren, die sich schwer tun mit Sexszenen, dass du die für die schreiben könntest. Haben sich tatsächlich Autoren gemeldet? Nein, ich habe gar keinen. Hat sich Daniel Kehlmann gemeldet und gesagt, ich kann sowas Peter Handke, nicht. Handke hier, nee, ich habe ein Problem. Nicht. Die müssten ja dann zugeben, dass die das nicht können. Wer macht denn sowas? Aber würdest du gerne tatsächlich so das hauptberuflich machen? Sexszenen, dass du quasi vom Roman weggehst und ausschließlich Sexszenen Warum schreibst? Drehst du keine Pornos? Pornos für, nein, im Ernst, Pornos Regisseurin für Frauen. Oder als Regisseurin. Darstellerin? Nein, nicht als Darstellerin. Ah. Als Schreiberin, als der Qualitätsporno für Frauen. Ja, das ist eine gute Idee. Hast du schon mal ein Porno für Frauen gesehen? Naja, gibt's das überhaupt? Ja, weißt du, ich hab mal mehrere gesehen. Weißt du, was? Also das ist als Hardcore deklariert. Ne? Mhm. Und weißt du, was passiert? Die Frau sitzt auf dem Schreibtisch hier, hat untenrum nichts an, macht die Beine breit und dann, wenn man was sehen könnte, ist der Kopf von der anderen Frau da. Wirklich? Ja. Also er ist nicht explizit. Wie bei Austin Powers, weißt du? Ja. Die ganze Zeit okay, das ist Scheiße, der Pimmel verdeckt sozusagen. Ja, ja. Okay. Das ist das, was die denken, dass das Pornografie ist. Das hat mir übrigens gut gefallen in dem Buch, dass Jörg, ihr Mann, immer am Handy, und sie weiß das aber nur durch eine Freundin, am Handy immer den erregierten Penis eines anderen Kollegen hat. Ja. Und er sagt ihr das aber auch nicht. Und das finde ich irgendwie eine ganz interessante Konstellation. Ja, der wird überhaupt völlig fertig gemacht, der Mann Jörg. Ne? Ja. Er ist schwul. Viele Männer drüber auf. Was? Ja, die Männer sagen immer zu mir, warum kommt der Mann so schlecht weg? Ich fand das ganz gut kommt total schlecht Ich wollte weg. Den halt schnell weghaben, weil ich wollte ja eine Lesben-Action. Ja. Und er hat gestört und dann musste ich den als Arschloch beschreiben, damit er schnell weg ist. Das sind Argumente. Hat funktioniert. Ja. Hat funktioniert. Ja. Ja, der kommt sehr schlecht weg. Allein der Name Jörg. Und eventuell schwul, das weg, da klingelt es in Österreich. Ja. Aber ich habe mich sehr amüsiert. Ich habe mich wirklich amüsiert und ich habe mich in Wahrheit amüsiert bis zum Ende und dann fand ich es wirklich hardcore, diese extreme Traum. Nicht, ich darf nicht sagen. Man darf nicht das Ende spoilern. Hast du es wirklich in der Badewanne gelesen? Ich habe es in der Badewanne dieses gelesen. Dieses Exemplar? Nein. Weil das ist ja staubtrocken. Das sieht man das nein, nicht, weil es wäre gewählt. Nein, ich habe ein anderes Exemplar gelesen. Ja, in der Badewanne. Und ich habe eine kleine Erektion Gedanken. Bekommen. Ja. Ja! Eine kleine. Ja. Einen sogenannten Achtelsteifen. Ja, ja. Und das ist bei meinen Sachen, ja, das mache ich gerne. Ich liebe beim Schreiben diese Vorstellung, dass ein Mann das liest und dann kriegt er so einen Steifen. Ja. Und dann kommt, schreibe ich aber was Ekliges hinter diese geile Szene. Und dann ist er... Genau so war es. Wir haben uns heute überlegt, nachdem du zwei so dermaßen erfolgreiche Bücher geschrieben hast, und warum schreibt man dann eigentlich noch ein drittes? Also ich möchte, weil dir Fahrt ist? Oder? Nee, ich möchte immer weiter schreiben. Das also heißt, du hast dann, entschuldige, wenn ich unterbreche, dein Fernsehleben komplett aufgegeben? Nee, auch nicht. Ich würde gerne wieder Fernsehen machen, wenn ihr eine Idee habt für mich. Ja. Ach, wir haben seit Jahren keine Idee. Ja. Das merkst du uns an. Ja, aber wie sieht dein Tagesablauf eigentlich aus? Beschäftigst du, hast du jeden Tag mit Schreiben? Also während ich schreibe, ich brauche ungefähr 2 Jahre, um ein Buch zu schreiben, weil ich beherrsche nicht die 10-Finger-Technik. Ich schreibe mit 2 Fingern. Ja. Und auch immer mit der Zunge. Steifer Schwanz. Lange Scham. Blasen. Und während ich schreibe, nee, das kommt da nicht vor. Stimmt, nee. Ja, du hast recht. Während ich schreibe, muss der Tagesablauf so Voodoo-mäßig, wie in so einer Religion, super spießig ablaufen, damit ich morgens produktiv sein kann. Aha. Ich esse jeden Morgen Rapunzelmüsli mit gerösteten Nüssen. Was ist Rapunzelmüsli? Bio-Müsli, so ein Bio-Müsli aus dem Bio-Supermarkt. Ja. Und wenn ich das nicht esse, denke ich, ich kann nicht schreiben.
Wirklich? Ja, und das es heißt, muss alles ganz genau gleich sein. Hättest du das, okay, das heißt, selber als zwänglerisch bezeichnet? Rituale sind wichtig. Ja, absolut. Ja. Aber es führt ja zu etwas Gutem. Ja. Aber ich kann, darf nicht auf dem Handy gucken. Wenn eine Freundin von mir mir irgendeine Scheiße schreibt, habe ich total schlechte Laune und kann dann an dem Tag nicht schreiben. Ich gucke immer nachher. Wenn du keine Scheiße schreibst, sondern was Freundliches, auch nicht. Nee, ich gucke gar nicht aufs Handy, weil soziale Kontakte mich so aus der Bahn werfen. Aber ist das so, dass dann etwas, das du behandeln lässt? Oder? Ja, du musst dir keine Sorgen machen. Ja. Ist deine Psyche gebaut aus der Gleichzeitigkeit von extremer Versautheit und extremer Spießigkeit? Mhm. Ja, tatsächlich. Und diese explosive Mischung, noch die Angst dabei. Ja, das macht es eigentlich. Ja. Das ist ja und die Angst macht wahnsinnig aggressiv noch dazu. Ja. Also ich bin nicht gerne ängstlich oder traurig und ich bin lieber wütend und aggressiv. Ja. Hast du Angst vor Männern, die so muskulös sind eigentlich auch? Nee. Also ich weiß ja, worauf du anspielst. Ich finde den mega attraktiv. Wirklich? Total. Ich habe den gerade die ganze Zeit verliebt von der Seite angeguckt. Echt? Ohne Scheiß. Dann pass auf deine Schamlippen auf, wenn ich hole ihn.